Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zurück zu Let's Play hier bei Lego Batman, das Videospiel. Wir machen jetzt weiter mit dem bösen Mission. Und zwar in der letzten Folge haben wir natürlich Level 1 abgeschlossen, Rock im Dock. Und jetzt geht es weiter mit Level 2, Schaustehlen. Alles klar, und das ist natürlich die Mission, wo wir dann auch mit Catwoman spielen. Na dann, auf geht's. Catwoman, meine Süße, würdest du mir Gesellschaft leisten? Ich bräuchte da etwas Hilfe, um mir etwas fast so Schönes wie du bist zu besorgen. Ja, den unglaublichen Gotham-Diamant. Ein kurzer Ausflug über die Dächer und der nächste Teil unserer brillanten Plans wird fertig sein. Alles klar, und ich höre jemanden. Da wird jemand wieder verprügelt. Wahrscheinlich wieder eine Geisel. Ja, was kann überhaupt Catwoman Fähigkeiten zu sagen? Eigentlich nicht viel. Sie kann halt hochspringen, also sie kann jetzt einen Doppelsprung machen. Und sie hat auch eine Peitsche. Eine gefährliche schwarze Peitsche. Und zu mehr hat sie jetzt auch keine neuen Fähigkeiten. Okay, da brauchen wir mal den Pinguin. Ah, okay, 1 von 3 von diesen Bildern. So, hier können wir leider nicht durch. Ich sehe schon, oben ist wieder ein Bad Cat, aber leider bekommen wir es nicht, weil wir brauchen Poison Ivy. Aber hier könnt ihr sehen, dort können wir die Tür aufmachen durch Catwoman, weil sie ist ziemlich verführerisch, die kleine Katze. Oh Gott, das SWAT. Noch mehr von euch? Wirklich? Halt, ich will die Münze, ich will die blaue Münze. Okay, was ist denn hier? Polizeihelikopter! Oh Gott, das ist ein Bossgegner! Der Polizeihelikopter! Der ist eigentlich ganz leicht zu besiegen. Wir müssen genau das hier machen. Ja gut, hier können wir nichts machen. Der hat auch Gott sei Dank nur 3 Leben. Und das war's. Ein sehr interessanter und leichter Bossgegner. Ah, ich hab's gewusst. Das SWAT-Team ist da. Ich peitsche ihn aus. Na komm her.
Genau, das magst du. Ein tödlicher Kuss. Eigentlich von Poison Ivy, aber Catwoman ist auch ziemlich tödlich. So, Moment mal, ich hab's gesehen. Dort hinten ist ein Bad Kids. Kriege ich das? Ja, das kriegt man. Wunderbar. Wenigstens ein Bad Kid bekomme ich schon mal. Moment mal, da ist das zweite Bild. Habe ich jetzt tatsächlich ein Bild übersehen? 2 von 3. Also das dritte Bild müsste irgendwo dann oben sein. Hoffentlich. Ich hoffe, ich habe das jetzt übersehen, weil ich übersehe Dinge sehr schnell. Weil ich habe eigentlich keine Lust, wieder zurückzugehen und zu checken. Na, verstehe, hier können wir leider nicht durch. Da ist das letzte Bild. Okay, ich nehme alles wieder zurück. Da kommt her. Der kleine Zwerg macht euch hier fertig mit dem Regenschirm. Was zur... Alles klar. Wir bleiben jetzt hier oben oder was? Wie soll ich das jetzt verstehen? 3 von 3. 2 Bad Kids. Was ist mit euch, ihr Schnuckensüßen? Alles klar. Ja, wir sind ja auch schon wieder gleich wahrer Superschurke. Also mit wahrer Superschurke habe ich eigentlich auch damit kein Problem, beim ersten Durchlauf das zu schaffen. Ich glaube, beim einen habe ich das wirklich nicht richtig geschafft. Boah, bei welchem Level war das denn? Ach ja, ich glaube, das war das Level mit Mr. Freeze, also wo wir gegen Mr. Freeze gekämpft haben. Aber sonst habe ich in jedem Level 100% geschafft, das mit dem wahren Superman und wahren Superschurke. So, und da sind wir schon, das Museum. Interessantes Gemälde. Okay, ich glaube, da können wir noch nicht durch. Ey, von wo kommt ihr denn jetzt auf einmal? Spawnt ihr jetzt auch hier die ganze Zeit? Ah, da ist wieder ein roter Stein. Ah, verdammt, da war ich aber Robin. Mann, ich habe, glaube ich, noch keinen einzigen roten Stein eingesammelt, oder? Ich glaube, einen habe ich echt noch eingesammelt. Das war das mit dem Batmobile-Level. Aber sonst eigentlich gar nicht. Irgendwie schade. Weil durch die roten Steine kriegt man so richtig coole Extras. Zum Beispiel die Unverwundbarkeit.
Multiplikation für die Münzen. Extra Leben. Ja, sowas Cooles, aber leider nur durch die roten Steine. Cool. Ah, wie cool. Mein dritter Bad Kid. Und jetzt kann ich einen Dinosaurier spielen. Das ist ja cool. Irgendwie habe ich so ein bisschen Jurassic World oder halt Jurassic Park Flashbacks. Ich habe niemals das Lego Jurassic World Spiel gespielt, nur die Demo. Aber ich habe auch die Jurassic Park Filme geschaut. Ich habe also nur den ersten Teil geschaut und Jurassic World. Die restlichen Filme habe ich leider nie geschaut. Na halt, sie ist ein blauer Stein. Ja, dafür brauchen wir einen starken Charakter. Aber das können wir zerstören. Na, ah, ich sehe schon, hier ist wieder ein Bad Kids. Aber den kriege ich leider nicht. Ich brauche den Schall-Batman-Anzug. Alles klar, ich check schon. Ja, wunderbar. So kommen wir durch. Und da ist auch der Gotham Diamond. Ich weiß, ich sehe schon, wir müssen unser kleinen Pinguin da Freund da reinbringen, aber noch nicht. Aber wir müssen erstmal hier was machen. So, jetzt können wir unseren kleinen Freund da reinschicken, aber erstmal müssen hier diese kleinen Swap-Männer hier weg sein. Ich mag es wirklich, wie die immer so schreien. Ach komm, ab rein mit dir. Wunderbar. So leicht kriegen wir den Diamond. Jo, alles klar, das war das Level. Level abgeschlossen, freigeschaltet.
Und jetzt haben wir auch natürlich Catwoman. Sehr schön. Ja, das haben wir wieder auf 100%. So, Minikit. Ich glaube, ich habe jetzt 3 oder 4 eingesammelt. Es waren 3. Okay, 3 Minikits könnt ihr im Storyline schon finden. Und dann kehren wir mal wieder zurück ins Asylum. So, da sind wir wieder. Und das heißt auch wiederum, die Folge ist auch leider wieder mal vorbei. In der nächsten Folge geht es dann natürlich weiter mit Level 3 und das ist dann ein Fahrzeuglevel. So, hier haben wir Level 3, Grollen am Hafen. Genau, ich denke mal, wir spielen dann halt Pinguins U-Boot und dann auch Killer Crocs Jet. Also jetzt nicht dieses Jet-Flugzeug, sondern einfach dieses Jet-Boat. Ja, das erste Schurkenfahrzeuglevel, weil in Riddler-Geschichte gab es ja kein Fahrzeuglevel. Natürlich, ich meine jetzt hier beim Schurken, jetzt nicht beim Helden. So, ich hoffe natürlich, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst auch gerne ein Like da oder schreibt auch wenigstens was Nettes in den Kommentaren, denn das würde mich natürlich super duper mega freuen. Und wir sehen uns halt das Ganze erst in der nächsten Folge hier bei Lego Batman, das Videospiel. Macht's gut, bis bald und haut rein. Tschüss.